So, da sind wir auch schon wieder hier. Ich habe Bock, irgendwie viel aufzunehmen, auch wenn ich irgendwie gerade nicht so viel rede. Weil auch ein bisschen... Aua. Schmerzen dabei sind. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Okay. Hi. Hallo? Ach so. Stimmt ja, hier waren ja mehrere. Sowas nervt ein bisschen. Aber man kann halt nichts dagegen machen. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich auf dieses... Ich freue mich trotzdem auf Bioshock Infinite, weil das Video dazu sah einfach nur geil aus. Eine Empfehlung an euch, euch das mal anzusehen, wenn ihr das findet. Es müsste auf... Oh, du willst mich verarschen. Es müsste auf YouTube auch zu sehen sein, ansonsten auf der Homepage davon. Müsst ihr einfach mal gucken, dass ihr das vielleicht findet. Bioshock Infinite. Kein Wunder, wenn die so schwere Maschinen hier überall haben, dass dann natürlich überall Wasser einbricht, weil die das kaputt machen vielleicht, Leute. Habt ihr mal daran gedacht? Ja, also wie gesagt, das sah nämlich echt geil aus und da war auch noch irgendwas, ich glaube, das hat irgendwas mit der entkommenen Big Sister zu tun. Da war auf jeden Fall irgend sowas. Und ich bin sehr gespannt darauf. Und ich werde mir das natürlich dann auch besorgen, sobald es erhältlich ist. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt es halt im Herbst raus. Diesen Jahres, also 2012. Und oh, haben wir das schon wieder. Oh, leck mich doch am Arsch. Also jetzt nicht... Oh, nein, gar nicht. Nicht wirklich und so, ne? Das sage ich nur immer so, wenn ich etwas verärgert bin. Wow, was zur Hölle war das? Oh! Hä? Hey, du weißt nicht. Moment. Ich bin etwas verwirrt gerade. Hier ist der Tisch. Ich war doch nicht... Oh Mann, ich bin gerade verwirrt. Aber ich freue mich trotzdem. Also, da konnte man nämlich an irgend so Leitungen mit Haken herumfliegen und da war anscheinend auch irgendwas mit einer Rebellion in dieser Stadt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und, ja, wie gesagt, nur ein Tipp, seht euch mal das Demo-Video dazu an. Man hört auch seine Person mal selber sprechen, die man spielt. Oder kann das sein, dass das nur im Demo-Video war? Aber man hört halt sich selber da, also den Spieler. Ja, das wollte ich nicht, aber okay. Oh, Entschuldigung. Die Figur... Aus deren Sicht man sieht, so würde ich es sagen, genau. Hallo, Rosie. Die hört man auch mal sprechen am Anfang. Und ja. Ich
kann mich nur wiederholen, dass ich mich darauf freue, das zu spielen. Eines Tages. Irgendwann halt, wenn es wieder... wenn es erhältlich ist halt, ne? Und, oh. Na gut. Ach, da ist die. Anhören. Hier hängen jetzt also Leute. Ah, hier sind wir. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mache die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Genau. Und ich wünschte, man könnte jetzt schon eine Demo davon spielen, um da halt mal so ein Gefühl für zu kriegen. Weil ich glaube, das geht nicht. Also nochmal so. Gut, das bringt mir nichts. Dann können wir auch ganz runtergehen. Ja. Und ich habe gehört, ein neuer Silent Hill-Film soll rauskommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr den Silent Hill-Film gesehen habt. Also, ich fand den echt cool. Ich meine, ich habe die Spiele selber nie gespielt. Ich habe nur Let's Plays davon gesehen. Aber auch das war schon geil. Absolutely worth it. Da ist noch so ein Scheißteil. Alter, verarsch mich doch nicht. Hallo, Hacken? Na mal. Gut. Jetzt ist es kaputt. Wo? Was? Genau. Entschuldigt, Leute, ich bin irgendwie gerade so ein bisschen durcheinander und weiß nicht mehr genau, wie ich was sagen will, wenn ich was sagen will, und schieb mal die Kamera vor mir her. Und dann geht's irgendwann weiter. Ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Bis dann, Leute.